Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Das Rätsel des Master Lu. Wir haben in der letzten Folge diesen Schlüssel von Master Lu erhalten, den wir vor den Tafeln halten sollen, um die zu dekodieren. Ich glaube, dazu müssten wir nochmal ein Päckchen. Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Aber sicher, Herr Ripley. Aber sicher. Nochmal den Smaragd. Nee, lass. Na doch. Nee. Nee. So, wir machen eine Reise. Ich möchte einen Flug buchen. Aber sicher, Herr Ripley. Und wohin geht die Reise? Taiping waren wir schon. Peru. Sikkim stand als nächstes auf der Liste, wenn ich mich nicht irre. Das war in dem Text die Rede von... Von Baron von Seltsam, den sechsten Baron. Sikkim. Sehr wohl, mein Herr. Wann soll es denn losgehen? Na, jetzt. Jetzt, mein Lieber. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Satsriya Kal Sahib. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Robert Ripley. Ah, Mr. Ripley. Wir warten Nachrichten auf Sie. Ach. Überall sind Nachrichten. Mr. Ripley, Sir, vielen Dank für meinen kleinen Freund zurück. Schildkröte heil und munter angekommen. Okay. Aber mag Sirupbonbons nicht mehr. Komisch. Hochachtungsvoll, Feng Li. Lieber Mr. Ripley, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Professor Jorge Menendez vor 2 Wochen bei einem Einbruchsversuch ermordet wurde. Nein. Ein Großteil seiner Unterlagen fehlt oder wurde vernichtet. Der Täter konnte nicht gefasst werden. Wir sind alle zutiefst erschüttert. Auch wird es Monate dauern, die Arbeit des Professors zu rekonstruieren. Lassen Sie es mich bitte wissen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Okay. Rafael Campos, Doktorand der Archäologie, Nationaluniversität San Marcos, Lima. Das ist schlecht. Ich folge einem schwer fassbaren chinesischen Reisenden. Sein Name ist Master Lu. Wohnt dieser Herr in Sikkim, Sahib? Nein, aber ich glaube, er kam vor 21 Jahrhunderten hierher. 21 Jahrhunderte? Ich habe nicht die Ehre, schon so lange hier zu arbeiten. Ach, überhaupt nicht. Gibt es hier jemanden, der mir Aufschluss über die Geschichte dieses Ortes geben kann? In einem Tempel nahe meinem Heimatdorf leben heilige Männer. Man sagt, dass sie vor allen anderen hier waren. Können Sie mir den Weg zum Tempel erklären? Gewiss, Sahib. Dieser Weg wird Sie zum Tempel des verborgenen Pfades führen. Oh. Mystisch. Verborgener Pfad. Vielen Dank. Taranjit, Sahib. Danke, Taranjit. Woher kommt mir die Stimme so bekannt vor? Was ist Bushiren? Echte Gebetsmühlen aus dem Himalaya. Können wir die mitnehmen? Können wir mitnehmen. Sehr schön. Prayer Wheels of the Himalaya. Aha. Okay, noch irgendwas? Nö, ne? Eine Gebetsmühle, kann man die benutzen? Yeti-Fell. Das funktioniert nicht. Das ist ein ungewöhnliches Fell. Ein Eisbär? Yeti. Yeti? Der sagenhafte Schneemensch des Himalaya? Würden Sie es verkaufen? Nein, Sahib. Sie sind sehr selten. Das gibt's doch nicht. Schade. Von Aden bis Zululand ist immer ein Posch-Express-Büro in der Nähe, wenn man's braucht. Posch-Express. Oh. Ist der Tempel geöffnet? Der Tempel steht niemanden außer den Seinen offen. Dürfte ich etwas spenden? Vielleicht Ihnen persönlich? Wir brauchen hier kein Geld. Ach, warte mal. Brauchen wir nicht doch wieder Geld oder sowas? Eigentlich schon, oder? Warum heißt der Tempel Tempel des verborgenen Pfades? Was hat mein Blitz? Der Pfad der wahren Erleuchtung ist nicht leicht zu finden. Wie finde ich zum Pfad der Erleuchtung? Lernen, lernen, lernen. Lenin. Dem, der das fragt, soll ich antworten. Keiner meiner Brüder wird finden, was er sucht, ohne die richtige Gebetsmühle. Gebetsmühle. Mama, Moment.
Jeder ihrer Brüder betet für etwas Bestimmtes? Wie jeder Einzelne auch Wissen erlangt hat. Mhm. Die Gebetsmühlen passen nicht immer zur Suche des Bruders? 5 sind falsch platziert. Ah, absichtlich. Das ist eine Art Prüfung für mich, nicht wahr? Für uns alle. Die endgültige Prüfung unseres Tempels. Nur wer sie besteht, findet den verborgenen Pfad. Hat jemand den Pfad der Erleuchtung gefunden? Es steht geschrieben, dass nur wer am längsten studiert, den verborgenen Pfad kennt. Ach so. Ich versuche, den Spuren eines alten Weisen namens Master Lu zu folgen. Ihr wisst von Lu? Er ist also hier gewesen? Jahrhunderte vor dem Bau des Tempels. Es steht geschrieben, dass er das Elixier des Lebens suchte. Mhm. Hat Lu das Elixier des Lebens gefunden? Wenn ja, dann könntet ihr ihn das wohl selbst fragen, oder? Das stimmt. Das stimmt. Was können Sie mir noch über Master Lu sagen? Lu hat uns viel gelehrt. Worüber? Er studierte unsere Sprache und gab uns seine. Lu glaubte, dass alle Völker eines Tages vereint würden. So steht es in seinem Buch. Sein Buch? Sie könnten mir wohl kein Exemplar davon leihen. Das Buch ist Erleuchtung. Es liegt am Ende des verborgenen Pfades. Verblüffend. Ich würde den Tempel sehr gerne besuchen. Nur die des Tempels sind, dürfen eintreten. Oh, kann ich mitmachen? Entsagt der äußerlichen Welt, lebt 9 Jahre lang einsam und büßend in den Bergen. Dann dürft ihr um Aufnahme in den Tempel bitten. Aber so viel Zeit habe ich im Moment leider nicht. Sie tragen einen interessanten Ring. Das ist der Ring des verborgenen Pfades. Nur die Brüder dürfen ihn tragen. Könnte ich ihn kaufen? Nein. Tja, was machen wir denn jetzt? Kann man ihm die Gebetsmühle geben hier? Mach dich nicht lächerlich. Was ist das hier? Das war die Zigarre, ne? Was war denn das da? Ich sollte die Dinger öfter benutzen. Was tue ich denn da? Keine Ahnung. Was tue ich denn da? So? Zugegeben, ich habe nur Ihre Aufmerksamkeit geprüft, mein Freund. Wie Sie sehen, bin ich Mitglied des Tempels. Aha. Wir müssen alle wachsam sein. Vor allem nach letzter Woche. Ihr dürft eintreten. Wundern Sie sich nicht, wenn ich noch mehr frage. Ich verstehe. Wir müssen jeden Tag fragen, wenn wir hoffen wollen, jemals die wahre Erleuchtung zu finden. Mhm. Können wir jetzt schon fragen? Was meinten Sie vor allem nach letzter Woche? Eine Verbrecherbande hat versucht, gewaltsam einzudringen. Was ist passiert? 2 meiner Brüder kamen ums Leben. Oh. Warum wollten Sie gewaltsam eindringen? Niemand weiß das genau. Der überlebende Bandit wurde verhört. Er behauptete, 2 Chinesen hätten ihn angeheuert. Oh. Ein großer und ein kleiner? Ja. Toll. Dann wissen wir Bescheid. So, dann gehen wir mal hier oben in die Eiseskälte, wo Schnee liegt. Ach, du heiliger Harry. Was haben wir hier? 2. Gebetsmühle, 3. Gebetsmühle? Wo ist der erste? Eine Gebetsmühle. Ah, hier ist die erste. Eine Gebetsmühle. Mhm. Okay. Oh, wollte ich jetzt hochgehen? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich da getroffen? Votivstupa. Hier ist ein Fenster. Solche Holzstatuen gibt es überall in Asien. Diese aber sind besonders schön. Ein verzierter Raum ohne sichtbaren Eingang. Mhm. Ach du Gott.
Das Gitter soll Licht und Luft ins Tempelinnere lassen. Gelinde gesagt, eine etwas seltsame architektonische Ausgestaltung. Okay. Ach. Oh. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Das Heil kann mit der Flamme des Verständnisses beginnen. Flamme des Verständnisses. Oh weia. Sieht man das irgendwo hier? Mach dich nicht lächerlich. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Auch wenn der Pfad im Dunkeln liegt, steht er denen, die das Licht suchen, offen. Mhm. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Der Pfad der Erleuchtung wird durch Gebet und Studium beschritten. Warum kann ich jetzt hier was fragen? Welches Gebet haben Sie erlernt? Ich kenne das Gebet des Friedens. Frieden? Die 12 ist der Frieden, oder was? Welches Gebet haben Sie erlernt? Ich kenne schon das Gebet des Friedens. Welches Gebet studieren Sie? Wenn ich es erlernt habe, werden Sie es erfahren. Haben Sie lange studiert? Ich habe doppelt so lange geforscht wie jener, der Gelassenheit sucht. Und dreimal so lang wie jener, der Weisheit sucht. Ach du... Warte mal. Doppelt so lang wie jemand, der... Haben Sie lange studiert? Das muss ich schreiben. Ich habe doppelt so lange geforscht wie jener, der Gelassenheit sucht. Und dreimal so lang wie jener, der Weisheit sucht. Moment. Zettel. Doppelt so lang. Gelassenheit. Und dreimal so lang. Weisheit, ne? Zahlen. So. Vielleicht sprechen wir uns später nochmal. So, hier war aber nichts weiter, ne? Elfter Mönch, die hatten wir alle. Das Gitter soll Licht und Luft ins Tempel hinein lassen. Okay, hatten wir. 13. Gebetsmühle. Eine Gebetsmühle. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Die Zeichen der Erde sind manchmal das Gegenteil ihrer Erscheinung. Wow. Leere. Toll, leer. Der 14. Mönch. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Der Pfad der Erleuchtung wird durch Studium und Gebete beschritten. Da kommt schon wieder was hier. Welches Gebet haben Sie erlernt? Ich kenne das Gebet des Verständnisses. Mhm. Verständnis. Welches Gebet studieren Sie? Wenn ich es verstanden habe, können Sie es erfahren. Haben Sie lange studiert? Der Frieden sucht, ist schon 10 Jahre länger hier als ich. Frieden ist 10 Jahre. Okay. Vielleicht sprechen wir später noch einmal. Schon 10 Jahre. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Gewachsene Dinge sollten nicht vom Menschen umgeformt werden. Ja. Also kein Bonsai-Bäumchen oder so. Was haben wir hier? Den ersten Mönch. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Der Weise biegt das Seil, das andere schneiden würden. Ja, genau. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Jedes Geschöpf hat seine Bestimmung, besser eine Schlange zu fangen, als sie zu erschlagen. Wenn er meint.
Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Wer unliebsame Aufmerksamkeit erregt, muss sein Publikum mit anderem ablenken. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Der Pfad der Erleuchtung wird durch Gebet und Studium beschritten. Okay, da haben wir wieder einen. Welches Gebet haben Sie erlernt? Ich kenne das Gebet des Verständnisses. Verständnis. Welches Gebet studieren Sie gerade? Wenn ich es verstanden habe, können Sie es erfahren. Haben Sie lange studiert? Der die Wahrheit sucht, ist schon 4-mal so lange hier wie ich. Vielleicht sprechen wir später noch einmal. Ich glaube, das wird hier so ein Puzzlerätsel, wo wir diejenigen, die mit uns quatschen... Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Das langsamste Geschöpf kann weitergehen als jeder Mensch. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Der Pfad der Erleuchtung wird durch Gebet und Studium beschritten. Welches Gebet haben Sie erlernt? Ich kenne das Gebet der Weisheit. Okay. Welches Gebet studieren Sie gerade? Wenn ich es erlernt habe, erfahren Sie es. Haben Sie lange studiert? Der die Wahrheit gefunden hat, ist schon 4-mal so lange hier wie ich. Vielleicht sprechen wir später noch einmal. Ach so, was ist denn mit den Dingern hier eigentlich? Eine Gebetsmühle. Kann man die mitnehmen? Oh, ich ahne Schlimmes. Ah! Mühle des Friedens. Warte mal, das war doch hier einer... Ach, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, was sie gerade studieren, wissen sie ja nicht, ne? So, das war doch auch einer hier, der länger erzählt hatte. Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Der Pfad der Erleuchtung wird durch Gebet und Studium beschritten. Ja. Vielleicht sprechen wir später noch einmal. So, das heißt, wir können das hier auch mitnehmen. Und das ist welche? Gelassenheit. Gut, ich würde mal sagen, ich glaube, jetzt ist es bekannt. Wir werden uns die Mühlen holen an den Standorten, wo die Leute sitzen und hier den längeren Dialog haben und müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mühlen mit den Dingern zuordnen, was sie gerade wirklich auch lernen wollen. Das war noch nicht witzig, aber vielleicht ist es ja... Können Sie mir helfen? Ausprobieren. Gewachsene war das einer Dinge hier? Sollten nicht vom Menschen umgeformt werden. Nee, Quatsch, nee, ich glaube die 14 war das, ne? Das war die links hier daneben, die sind ja immer komplett durchnummeriert hier. Das müsste sie sein. Nee, hier ist gar keiner drin. Oder war das der hier? Der war das hier, ne? Ich suche den Pfad der Erleuchtung. Können Sie mir helfen? Der Pfad der Erleuchtung wird durch Studium und Gebete beschritten. Ah, hier. Okay, dann nehmen wir seine Mühle mit. Wie gesagt, ich sammle die jetzt nach und nach ein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox. Was haben wir denn hier? Gelassenheit, Frieden. Okay. Euer Firefox.